Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Aus der Europäischen Investitionsbank sollen Mittel umgeschichtet werden in den sogenannten Juncker-Plan. Und dieses Haus diskutiert hier heute darüber, wie wir die europäische Wirtschaft ankurbeln können, insbesondere mit staatlichen und halbstaatlichen Mitteln. Und dabei vergessen Sie vollständig, dass wir ständig die Staatsquote in Europa erhöhen. Wir reden hier von gelenkten Investitionen. Wir reden von Einteilungen in gute und schlechte Investitionen, die Sie sich hier anmaßen, meine Damen und Herren. Sie glauben zu wissen, welche Investitionen in Europa gut sind. Das sind wir von der linken Seite des Parlaments ja reichlich gewöhnt. Und da wundert es mich auch überhaupt nicht. Aber wenn hier sogenannte Konservative und erst recht sogenannte Liberale uns erklären, worin staatlicherseits investiert werden muss, dann ist das nur ein deutliches Zeichen, dass die EIB eben Teil einer etatistischen Bestrebungen in Europa ist und dieses Haus voll ist mit Etatisten. Und ich sage Ihnen, bei allen Gerede von Investitionen, das ist letztlich der Untergang der europäischen Wirtschaft. Merci.